Hallo, liebes Sternzeichen. Ja. Ich lese ja schon seit fast 20, 30 Jahren die Kaffeesätze, ne? Und ich stelle fest, dass jeder von uns eine Minderheit ist, ne? Sei es in irgendeiner Form. Ich werde das jetzt speziell auf unser Land Deutschland jetzt mal lenken, ja. Selbst in unserem Land, ne? Also, man braucht gar nicht zu unterscheiden zwischen Deutsch und Nicht-Deutsch, ja, weil jeder von uns ist eine Minderheit. Ne? Das sehe ich in jedem Kaffeesatz. Ne? Sei es, ich zeige das gleich auch nochmal, an welchen Spuren ich das immer wieder sehe. Ne? Ja, sei es, sagen wir mal, Körpergröße, man ist kleiner oder viel zu groß, man gehört zu einer Minderheit. Ja, sei es, wenn man hat eine leichte Behinderung, ja, man gehört zu einer Minderheit. Sei es, man hat irgendwie eine religiöse Ausrichtung, man gehört zu einer Minderheit, ne? Sei es, ja, oder, ja, Finger ist weg, ne? Man gehört zu einer Minderheit, ne? Also wir fühlen uns alle in der Opferrolle irgendwie, ne? Und wir denken immer, weil wir so, so sind, aber jeder von uns, jeder Mensch ist in der Minderheit, ne? Und jeder Mensch ist auch irgendwie alleine, ne? Man stirbt ja auch alleine in der Regel, ne? Und das Leid, das man hat, da leidet man auch selber, da hilft auch einem niemand, ne? Ja. Hier zum Beispiel, ne? Ja. Ja, fast jeder von uns geht seinen eigenen Weg, ne? Und wir gehören alle zur Minderheit, ja? Was aber sehr hilfreich ist, ist das Dankeschön, ja? Gegenüber dem Leben. Nichts ist selbstverständlich, ja? Selbst den Kaffee, den wir jetzt hier austrinken, ne? Ist auch nicht selbstverständlich, dass man Kaffee trinken kann. Es gibt Leute, die können sich nicht selbst ernähren, ne? Oder die können nicht selbst zur Tasse greifen, weil sie irgendwie querschnittsgelähmt sind, ja. Gott sei Dank, die meisten von uns, ja, sind fit. Aber wie gesagt, wir gehören alle zur Minderheit, ja, und versüßen, anstatt unser Leben zu versüßen, versauern wir es, ja. Also, dieses Video kann ich an jedes Sternzeichen schicken, das werde ich auch ab und zu mal machen, ne? Weil wir müssen uns immer wieder mal bewusst werden, wie gut es uns geht und dankbar sein gegenüber dem Leben. Alles Liebe wünsche ich dir.